Ganz herzlich begrüße ich euch am Abend des dritten Advent zu unserem kurzen Gebet aus Maria Lach. Im Philipperbrief heißt es: Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich: Freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Dieser Sonntag ist ganz besonders geprägt von der Freude auf das kommende Weihnachtsfest. Der Herr ist noch nicht da, aber nahe. Und es ist immer wieder ein Gefühl in unserem Leben, dass wir vielleicht in die Nähe dessen kommen, der der Urgrund unserer Freude ist. Aber oft genug, so wissen wir auch, sind wir weit weg von dieser tiefen und ursprünglichen Freude, die unser Leben eigentlich reich machen soll. So ist es in dieser Zeit wichtig, sich schon darauf zu freuen, was kommen wird, und sich gewiss zu werden, dass wir das glauben können, dass Christus auch in unser Leben hineingeboren werden will und schon ist. Er ist der Urgrund unserer Freude. Es ist vielleicht nicht die Freude der Weihnachtsmärkte und der großen Feiern. Es ist die stille, innere Freude, die unser Herz bewegt und uns im Innersten und Tiefen wirklich glücklich machen kann. Der Herr ist uns nahe. Lasst uns diesen Tag mit einem kurzen Gebet beschließen. Herr Jesus Christus, du willst uns nahe kommen an Weihnachten und bist doch schon längst in unserem Leben. Du bist der Urgrund unserer Freude. Lass uns heute durch diese Nacht gehen und morgen mit neuer Kraft uns darauf freuen, was kommen wird, wenn du unser Leben bereicherst durch dein Wort und deinen Segen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.